Am 13.10.2020 meldete eine Person eine Versammlung an, die jeden Tag vor Beginn von Rodungen oder Räumungen für eine Stunde allen Menschen die Möglichkeit geben sollte, von den zu fällenden Bäumen direkt am Ort des Geschehens Abschied nehmen und eine Menschenkette um eine Rodungs- oder Räumungsmaschine zu bilden. Die Versammlungsbehörde, ein Teil der autobahnbauenden Landesregierung, verbot die Versammlung. Das versammlungsfeindliche Verwaltungsgericht Gießen, in den zuständigen Kammern unter anderem mit einem offen bekennenden NPD-Sympathisanten besetzt, bestätigte das Verbot. Doch der dann angerufene hessische Verwaltungsgerichtshof hielt ein Totalverbot für unverhältnismäßig und versuchte einen Mittelweg. Einmal pro Woche sollte eine solche Versammlung möglich sein. Am 3.11.2020 wurden in einem Kooperationsgespräch zwischen Anmelder und Versammlungsbehörde die genauen Abläufe festgelegt. Aus dem von der Versammlungsbehörde gefertigten Protokoll: Sodann fragt, Name weggelassen, den Anmelder, wie er sich die Ankunft an dem jeweiligen Versammlungsort vorstelle. Ob man sich vorstellen könne, sich vor dem Wald an einem Ort zu sammeln und anschließend an den eigentlichen Versammlungsort weitergeleitet werde. Der Anmelder bejaht diesen Vorschlag. Ein entscheidender Satz im Protokoll war dann: Ab kommender Woche könne man sodann bereits 2 Tage vor der Versammlung den Ort benennen. Ab Mittwoch, dem 8.11., wurde im Dannröder Wald geräumt und gerodet. Doch die Versammlungsbehörde schwieg. Der Gerichtsbeschluss wurde ignoriert. Per Pressemeldung und Mitteilung an das Gericht beschwerte sich der Anmelder. Darauf erhielt er am Freitag, den 10.11., eine Mail, dass am folgenden Montag die Versammlung frühmorgens stattfinden könnte. Eine Woche zu spät, aber immerhin. Um 7.30 Uhr versammelten sich an dem Montag ca. 15 Personen in der Ortsmitte Niederklein, dem vereinbarten Treffpunkt. Auch aus der Hessenschau berichtet, 145% mehr Verkehr bekommen, statt einem noch 50% mehr. Von dort ging es mit einer von Anzahl und Ausrüstung martialisch erscheinenden Polizeibegleitung Richtung Dannenröder Wald. Sogar ein Hubschrauber beobachtete die Szenerie. Pro Teilnehmerin gab es nicht eine Wanne, sondern eine ganze Kolonne. Im Wald angekommen, musste die Versammlung über 100 Meter vorm rot-weißen Absperrband stehen bleiben. Eine Polizeikette verhinderte das Weitergehen. Ohne den Versammlungsstatus hätten alle Menschen bis zum Absperrband weitergehen können. Hier wurde also nicht ein Sicherheitsabstand eingehalten, wie er auch sonst am Tage gilt, sondern ein Sicherheitsabstand zum Sicherheitsabstand. Reine Schikane gegen die Versammlung. Die Versammlung stand in weitem Abstand zu einer bereits gerodeten Fläche. Die Bäume, die dann gefällt werden sollten, waren von dort aus gar nicht zu sehen. Ebenfalls war keine Räumungs- oder Rodungsmaschine zu sehen. Die Menschenkette und das Abschiednehmen von den zu fällenden Bäumen sollten also einfach ausfallen. Nach einer knappen Stunde machte sich die Versammlung daher auf den Rückweg. Im Gefühl, übelst verarscht worden zu sein von der erneut tricksenden versammlungsfeindlichen Versammlungsbehörde und der Polizei. Auf dem Rückweg aber entdeckten die Teilnehmerinnen dann, dass doch Räumungsmaschinen in der Nähe waren, aber vor ihnen versteckt wurden. Wütend liefen sie zu diesen hin, doch bevor sie diese erreichten, bildete sich eine dichte Polizeikette. Es war offensichtlich, dass der gerichtlich bestätigte Ablauf der Versammlung absichtlich und hinterhältig verhindert wurde. Auch nach entsprechenden Verhandlungen gab es keine Erlaubnis, nun endlich die Menschenkette um die Rodungsmaschinen bilden zu können. Stattdessen begannen diese direkt vor den Augen und nur in wenigen Metern Abstand von der Versammlung mit der Arbeit. Genauer mit der Räumung eines Triports und anschließend mit der maschinellen Zerstörung desselben. Plötzlich waren Sicherheitsabstände egal. Der Verwaltungsgerichtshof hatte in seinem Beschluss festgelegt, dass während der Kundgebung die Arbeiten stillstehen müssen. Auch das wurde nicht befolgt. Insgesamt zeigte der Vormittag, dass es nicht einmal etwas nützt, vor Gericht zu gewinnen. Während Autobahngegnerinnen mit fingierten Vorwürfen oder kleinen Scharmützeln gleich ins Gefängnis wandern, tritt der Staat und seine Schergen selbst das Recht mit Füßen. Die Befehlsgeber wähnen sich sicher angesichts der Masse williger VollstreckerInnen, die jeden noch so blöden und offensichtlich rechtswidrigen Befehl ausführen und sich für Zwecke verheizen lassen, hinter denen sie oft selbst nicht stehen. Ihren Frust lassen sie dann in üblicher Manier an anderen aus. Darum sitzen die, die von oben ihre Interessen rücksichtslos gegen Mensch und Natur durchsetzen, so fest im Sattel.
die Demo zum Abschied nehmen und als Menschenkette soll wöchentlich stattfinden. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und wir werden sehen, ob die Rechnung der Autolobby und ihrer Schergen aufgeht, dass am Ende die blanke Gewalt gewinnt.